Okay, ich und meine Kamera, wir werden wohl nie mehr so richtig gute Freunde, aber egal. Hi und willkommen zu meinem Mittwochsvideo und willkommen zu meinem, ja, ich frage mich oder mir ist eingefallen. Ich habe, nachdem ich mein Asperger ausgebrochen ist und er angefangen hat, schwierig mein Leben damit etwas schwieriger zu machen oder auch ich mir seitdem viele Dinge nicht mehr so gut kann wie früher, habe ich mich oft gefragt, was wäre wenn gewesen? Was wäre, wenn er nie ausgebrochen wäre oder was wenn? Aber als ich dann angefangen habe zu akzeptieren, dass er eben da ist und ich ihn eben auch einen Teil von mir ansehe, also könnte mir jetzt gar kein Leben mehr ohne vorstellen, weil ich über die Hälfte meines Lebens ihn nun mal schon habe. Und dadurch bin ich dann natürlich zur Frage gekommen, was wäre gewesen, wenn die letzten Ereignisse, die ich, bevor er ausgebrochen ist, getan hätte, andere gewesen wären. Und da wollte ich euch einfach mal so ein paar Beispiele nennen, so ein paar Dinge, die ich mir dann überlegt habe. Und ich habe irgendwie angefangen mit, was wäre der letzte Film gewesen, in den ich dann gegangen wäre, wenn ich aussuchen hätte können, wann er ausbricht. Und dann bin ich natürlich auf Inception gekommen mit Leonardo DiCaprio oder auch meinetwegen Madagaskar oder Frozen, also irgend sowas. Weil der letzte Film, in dem ich war damals eigentlich an und für sich war es das ein sehr gutes Erlebnis und eigentlich war es auch wirklich für mich so dieser, wenn ich so zurückdenke, finde ich es auch eine richtig gute Sache, weil es damals das Richtige war. Und ja, seitdem gucke ich den Film auch immer, wenn er im Fernsehen läuft, wieder gerne an, weil ich immer diese Erinnerung damit verbinde. Entschuldigt. Wie im Programm. Jetzt ist es wieder ein Stückchen weniger lang, bis es aufhört, aber egal. Mein damaliges Erlebnis war, ich habe da mit meiner damals besten Freundin bin ich ins Kino gegangen, in den Film Scary Movie, ich glaube 4. Und ja, der war richtig, also ich konnte lachen, ich hatte einen richtig schönen Tag und ja, es war eigentlich so die. Wenn ich so drüber nachdenke, jetzt gerade war es die ideale Art für ein letztes Mal Kino besuchen. Aber was die andere Sache ist, wo ich immer denke, hätte ich doch nur, war meine letzte Fahrradtour, die ich gemacht habe. Weil, also die letzte, die ich wirklich genießen konnte, ohne dabei dann irgendwie Kopfschmerzen oder andere Problematiken zu kriegen, die war bei mir zur Tanke. Ich wollte damals unbedingt ein Eis, ein Schokoladeneis und meine Eltern waren nicht da und dann bin ich eben schnell, habe ich mein Fahrrad geschnappt und bin zur Tanke geradelt. Und das war damit das letzte Mal, dass ich Fahrrad gefahren bin. Seitdem bin ich nie wieder Fahrrad gefahren oder so. Und ich frage mich bis heute, was wäre gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass es mein letztes Mal Fahrradfahren ist, weil ich dann wahrscheinlich irgendwas anderes mir ausgesucht hätte, sowas wie eine Blumenwiese besuchen oder einfach durch die Gegend fahren und ein bisschen die Gegend genießen oder sowas. Und ja, das war irgendwie dann so nicht wirklich die ideale Möglichkeit, so zur Tanke zu fahren, die ja wirklich bei uns ein bisschen siffig ist. Also das habe ich immer bereut ein wenig. Ja, das letzte Mal essen gehen habe ich ehrlich gesagt auch bereut. Also das letzte Mal, bevor mein A ausgebrochen ist. Danach war ich natürlich auch noch essen, aber das letzte Mal, wo ich es eben komplikationslos, können wir es mal so formulieren, gehen konnte, war damals. Damals hatte ich eine fette Erkältung und dann habe ich mit meinem Vater gesprochen und dann hat mein Vater zu mir gesagt, wir gehen dann nächste Woche essen, wenn du willst, wenn du wieder gesund bist und feiern deine gute Note und ja. Dann wollten wir eigentlich zum Chinesen, was ich voll toll gefunden habe, weil ich gern Chinesisch esse und der gut war. Und der hat dann aber leider in der Woche zugemacht. Und dann sind mein Vater und ich zum McDonald's. Wir haben im McDonald's gegessen. Ja, das war so eine Sache, die bereue ich bis heute, weil das war das letzte Mal, dass ich komplikationsfrei zu einem Restaurant hätte gehen können und das Einzige, was ich dann gegessen habe, war eine Portion Fritten. Und ja, das war nicht so ideal. Was ich auch so bereut habe, war so dieses,
ein letztes Mal in die Stadt gehen. Wo bin ich da? Also da bin ich irgendwie damals echt bloß schnell zur Bank gehuscht, habe mir einen Kontoauszug geholt und dann wieder weg. Und habe dann eben danach noch mich entschieden, schnell bei Subway ein Brötchen zu essen. Und dann war das mein letztes Mal in der Stadt sein, Form A. Und ich bin bis heute ärgere ich mich, weil ich jetzt so gerne, ich hätte, damals hätte ich noch die Chance gehabt, zum Deichmann zu gehen oder irgendwo zu einem Schuhladen. Ich hätte noch ins Kino gehen können, ich hätte noch was essen gehen können. Ich hätte mindestens so an die 10 Stationen noch erledigen können, einfach so vom Können her. Und alles, was ich gemacht habe, war mal schnell einen Kontoauszug holen und was zum Futtern. Also praktisch war es, aber es war einfach so dieses, hätte ich es früher gewusst, hätte ich mehr gemacht, weil ich es einfach damals noch gekonnt hätte. Ja, was ich allerdings auch sagen muss, ist natürlich, man kann viel drüber nachdenken, was hätte ich gemacht, wenn? Was hätte ich gemacht, wenn ich es früher gewusst hätte? Was hätte ich getan, dann, wenn ich es erahnt hätte? Was hätte ich gemacht, wenn ich nur im Ansatz hätte wissen können? Hätte ich, was wäre, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich gewusst hätte schon mit, sagen wir mal, 3, dass es auf mich zukommt? Und ich habe oft in meinem Leben so Momente, wo ich mir denke, boah, ich hätte so viel in meinem Leben anders gemacht, wenn ich es gewusst hätte, weil dann hätte ich hätte viel mehr reingestopft. Aber andererseits ist, wie ich schon mal in einem Video gesagt habe, mehr nicht immer gleich qualitativ besser. Weil ich kann ja echt viel sagen, aber die Zeit bevor mein A ausgebrochen ist, war ja schon gut. Und die war auch wirklich an sich, so wie sie war, perfekt für mich. Ich hätte nicht mehr machen wollen, aber auch nicht weniger. Ich war in Museen, meine Eltern und ich waren mal im Urlaub. Wir waren im furchtbarsten Urlaub meines Lebens. Aber das alles habe ich euch mal in einem anderen Video, das heißt Urlaubsding, das ist 20 Minuten lang, aber glaubt mir, das lohnt sich, weil ich euch da von den größten Katastrophen, die man so im Urlaub erleben kann, erzähle. Und mein absoluter Horrorurlaub auch. Und ja, ich fand es ist so richtig lustig geworden, aber gut. Ja, einfach mal zum Erwähnen. Und ja, ich habe irgendwie genug in meinem Leben schon sehr jung gemacht. Meine Eltern haben mir wirklich schon jung die Welt, wenn man so will, zu Füßen gelegt, einfach alle Möglichkeiten mir ermöglicht. Und so bereue ich an sich nicht viel Großes, nicht sowas wie, ich bin nie durch die Welt gereist. Sowas bereue ich nicht, weil ich war schon an vielen Orten. Und ja, allein, dass ich hier in Deutschland bin, ist ja schon so ein Riesending von Weltreise. Moment, ich komme vom anderen Ende der Welt im Prinzip. Und ja, das sind so Sachen, einfach zu wissen, ich habe schon viel erlebt und ich habe auch schon viel gemacht, bevor es ausgebrochen ist, hilft mir oft so an Tagen, wo ich das Gefühl habe, dass ich gar nichts machen kann, dass meine ganze Welt im Prinzip sich in 4 engen Zimmerwänden abspielt und immer enger wird und ich mich dann eingequetscht fühle und ich manchmal einfach nur gerne mal rausgehen würde, ohne dass ich dabei dann irgendwie am nächsten Tag darunter leiden muss. Ich würde es so oft gerne einfach tun, aber weil es eben nicht geht, bin ich wirklich auch oft froh, wenn ich dann sowas denken kann wie, ja, aber vor 5 Jahren war es ja mal, also war es, nein, es sind keine 5 Jahre, aber mit 5 Jahren war es ja in Italien oder so irgendwas. Oder ich habe auch Urlaubsgeschichten. Sowas wie, ja, eine kleine Geschichte ist, als ich ein Kind war, waren wir am Meer. Und ich bin zu meiner Mutter gerannt, weil ich Pipi musste und ich mich nicht getraut habe, ins Meer zu pinkeln. Und solche Sachen, einfach so, solche Erlebnisse, die sind wirklich schön. Und wenn du auf sowas zurückgreifen kannst, kannst du auch an manchen Tagen und manchen Situationen einfach sagen, ja, vielleicht geht es heute nicht, aber es ist schön, dass es mal ging. Gut, das wollte ich euch einfach erzählen und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch oder ein Abo. Ja, ihr könnt mir aber auch gerne erzählen, wenn als euer A ausgebrochen ist, was ihr dann als allerletztes gerne getan hättet oder was ihr gerne gemacht hättet, bevor es losgegangen ist. Oder erzählt mir, was ihr allgemein gerne machen würdet, wenn ihr wüsstet, dass es das letzte Mal ist, dass ihr die Chance dazu habt.
Oder schreibt mir das dann einfach doch gerne über Facebook oder hier direkt in die Kommentare. Oder schreibt mir auch auf Twitter. Oder schreibt mir eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Und wir sehen uns dann am Freitag wieder und ich wünsche euch noch eine wirklich tolle Woche bis dahin. Und dann tschüss!